Jetzt habe ich zwar 4 Superschüsse, aber der bringt mir ja nichts. Gut, die Viecher kommen nicht. 30%. Das eine Leben gibt es nur einmal. Die Viecher verfolgen einen, bis man hier endlich runtergeht. Das zweite Ding. Die Viecher sind ja doch tatsächlich unberechenbar. Die fliegen einfach wild irgendwo hin. Ich meine, von mir aus, wenn sie 5% Schaden machen würden, aber 15% Schaden von solchen Viechern, das ist heftig. Ich meine, worüber ich ganz erstaunt war, war, dass der Boss in Level 5, dieses Huhnvieh, seiner zweiten Form durch 70% Schaden gemacht hat. Habe ich es nicht getroffen, oder? Nein. Ja, und jetzt bin ich halt tot. So gut wie. Komm raus. Also wie gesagt, dieses Instant Death hätten sie nicht machen müssen. Das ist... Nein! Wer hat sich das Geräusch ausgedacht? Wer? Welcher Bekloppte, ganz ehrlich. So, und ich weiß jetzt nicht, wie ich hier... Na, obwohl. Obwohl. Aber das da oben bekomme ich nicht. Nein, da... Ich kann halt nicht den Superschuss schneller schießen, als ich ihn weghaben muss. Das ist halt auch noch ein Problem. Wenn ich Superschuss habe, kann ich weder zu normalem Schuss wechseln, den ich vielleicht bräuchte, noch, ja, noch den schnell genug wegschießen, dass ich überleben kann. Es sind einfach zu viele. Es sind wirklich zu viele Viecher. Die Dings hätte man da ruhig runterdrehen können. Auf jeden Fall. Die Rate, wie sie da rauskommen. So, jetzt wieder. Nein! Mann, es sah so gut aus mit 80%, aber dann 50% Stachel. Diese Sprünge sind gerade so bekloppt. So heftig. Vor allem, weil ich irgendwie immer auf die falsche Seite komme. So, und so. Und so. Oh. Nein, da bin ich wieder rangekommen. Gut. Und rüber. Ach, das war das. Scheiße. So, sehr schön. Da wieder rüber. Jetzt den Haken, genau. Hier das Continue aktivieren und nein. Oh. Nein, 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 nein. Nein! Du sollst da. Ja, danke schön. Viecher, die man nicht töten kann und die einfach nur total bekloppt sind. Aber das Leben ist nicht wieder da. Deswegen kann ich mir. Da oben sind aber eigentlich ein Haufen Munition, aber andererseits brauche ich Munition jetzt nicht mehr so arg. Weil jetzt nur noch diese Instant-Death-Viecher kommen, die ihre Grütze so weit werfen. Dankeschön. Komme ich da in den richtigen Winkel, um wieder nach unten zu kommen? Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, weil ich würde gerne diese 9% haben, aber vergessen wir das am besten. Vielen Dank. So. Bis jetzt war ja alles noch einfach. Und jetzt bin ich tot. Die Musik
Musik hat sich geändert. Nein, geh doch darüber. Och. Ich verstehe es nicht, was man da machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann darüber gehen, ich kann irgendwas aktivieren. Oder vielleicht habe ich auch irgendwie den nächsten Weg bloß übersehen, aber... Ich meine, das Level war es wahrscheinlich schon. Das hat sich zumindest gerade angehört, als hätte ich den Boss getriggert. Was ich dann jetzt auch nicht ganz so verstehe, zumindest auch nicht, wo er ist, aber... Ich meine... So, jetzt komme ich hier nach rüben. Hier ist ein Continue. Dann denke ich eigentlich, ich gehe hier weiter. So, da oben ist jetzt dieses Instant der Fee. Was überhaupt nicht gemein platziert ist. Waren hier noch Viecher? Natürlich waren hier Viecher. Da nach unten könnte ich gehen, aber... Ich denke, das Spiel hat mir jetzt schon einmal mehr oder einmal genug bewiesen, dass... unten keine gute Richtung ist. Muss ich hier vielleicht nach unten? Ich meine, ich habe 2 Leben, ich könnte es ausprobieren, aber ich sehe halt nicht. Ach du Scheiße. Es quietscht. Ich denke, ich habe den... Ach, danke für die Stacheln. Ich meine, ich habe ja nicht noch genug Probleme. Okay, ich verstehe, denke ich, was ich machen muss. Ach, jetzt kotzt es. Ich kotze auch gleich, ganz ehrlich. Lass mich raten, dass dahin sind 50% Stacheln. Unter mir sind 15% Stacheln. Die Stacheln werden immer mehr. Der Boss wäre nicht schlimm, wenn er nicht kotzen würde ab und zu. Also jetzt kotzt er gerade nicht mehr und ich sehe... Nein! Okay, ich habe den Boss gefunden. Ich habe den Boss gefunden. Der will mir nicht gefallen. Vor allem habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht der letzte Boss ist. Also, ja, ich denke, ich weiß, was man... Nee, nicht ich weiß, was man meint, sondern man weiß, was man meint. Was ich auch, Herrgott. Kann ich den vielleicht ganz oft jetzt gerade treffen? Bevor die ersten Stacheln überhaupt kommen. Kann ich scheinbar. Das macht vielleicht sogar mehr Schaden. Sehr schön. Nein, was zum... Es ist rot. Flucht? Fragezeichen? Mehr? Ach, das kotzt kleine Viecher aus, oder was? Also einfach bloß Flucht, oder was? Scheint wohl... so? Freund oder Feind? Plattform, denke ich. Plattformen sind allgemein neutral. Ja, aber ändert seine Flugbahn, oder was? Nee, das fliegt schon immer so bekloppt weit außen. Ah... So, da ist die zweite. Ich... Ach du Scheiße. Ich hab den Boss gesehen. Ah, natürlich ein Fliegendings. Und ich hab Superschüsse. Geil. Bringt mir wahrscheinlich sehr viel gegen den Boss, aber... Was, Queen? Er hat irgendwas mit Queen gesagt. Ich... Ah, du bist es. Hallo. Hallo, Queenie. Aber was für eine Queen? Mache ich ihr damit genügend Schaden? So lasse ich sie zumindest keine... Sie will irgendwelche Zauber bewirken, glaube ich. Ah, vom Fliegenzauber. Aber die hat mir entweder zu viel Leben oder ich mache ihr Fallschaden. Nein! Wieso mache ich denn sowas Beklopptes? Wieso? Es hätte so gut funktioniert.
einfach hier durch, einfach hier durch, einfach so schnell wie möglich hier durch. Das war vielleicht ein Fehler, weil die... Nein, das war ein Fehler, wieso? Wieso mache ich sowas? Es ist... Der Boss ist ziemlich simpel. Nein, und ich... Ich muss es ruinieren. Ich habe null... Oh, ich habe null Leben. Das Problem ist, sie kotzt am Anfang ein paar Fliegen gleich schon. Außer ich... Ja, doch, tut sie. Ich hindere sie durch Schießen daran und treffe sie dann mit dem